Hallo und herzlich willkommen zurück zum Autobahn-Polizeisimulator. Da kommt schon der erste Einsatz rein. So, in der letzten Folge hatten wir geballte Power am Start. Und weil das so schön war, geht es jetzt auch schon direkt weiter. So, ich weiß nicht, wo das Licht ist. Taste L. Na, das war die Erleuchtung. Super. Wir fahren natürlich mit Licht, denn wir sind die Polizei. Ich weiß nicht, ob ihr es vergessen habt. Aber ja, ja, doch, wir sind die Polizei. Die Polizei, die driften vom Hof fährt. Mit Kollege Hans, der seinen Tag auf dem Parkplatz vorm Dienstgebäude verbringt. So, und dann fahren wir auch schon mit 60 butterweichen FPS ein bisschen hierher. Super, das freut uns doch alle enorm. Klasse, zack. Das ist ein Spaß. Ah, was ist denn hier los? Na, ich glaube, ich sehe nicht richtig. Haut ihr wohl ab hier? Gibt es auch eine Hupe? Nee, aber hier brauche ich, ne? So, und sofort wegfahren. Ja, wie? Hallo? Warst du schlecht? Hast du Watte auf den Ohren? Soll ich mich da vorbeischaukeln, oder was? Na, Moment. Meine Güte, was macht die denn da immer? Das ist eine Automatik. Die kann man überhaupt nicht so hochdrehen. Oh! Oh! Na! Gut, die Motoren sind ein bisschen unkonventionell. Aber das ist alles zu schaffen. Ja, und jetzt einfach geradeaus. Wir haben es schon fast geschafft. Perfekt. Und wir können wieder direkt starten auf die Bahn, ne, Hans? Es geht schon wieder los. Die Party kann losgehen. Mit butterweichen 60 FPS unterwegs, glaube ich, macht das bei euch lieber aus. Das macht die FPS nur noch schlechter. Das ist ja... Lassen wir das mal lieber alles aus. So, wir sind schon fast da, wie es scheint. Ach nee, was sollen wir überhaupt machen? Reach your destination. Aha. Vehicle action menu. Aha. Aha. Conducted measurement. Scheiße, jetzt habe ich schon wieder nicht aufgepasst. Welche Taste war das? Hallo? 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 Mal ganz kurz gucken, ob wir hier den Einstellungen. Ich habe sie schon runtergestellt, aber es verändert anscheinend gar nichts, wenn man die Grafik verändert. Hier. Vegetation. Gucken, ob das irgendwas wieder. Ich bin der Meinung, es verändert nichts, weil irgendwie hatte ich den Eindruck, dass. Seht ihr? Es bleibt genauso scheiße. Also, man kann nichts machen, die FPS sind halt. Naja. Nicht so dolle. Außerdem sehe ich an der Auslastung hier auch, dass meine gesamte Hardware nur zu 25% beansprucht wird. Möglicherweise ist denen die Mehrkernnutzung nicht bekannt. Wer weiß. So. Darüber wollen wir aber auch nicht philosophieren. Wir wollen eine Messung machen. Washing Machines sind anscheinend hier beim Polizeifunk das Thema. Super. Ich unterhalte mich auch immer über Waschmaschinen. So. Was müssen wir machen? Action Menu Tab. Vielleicht Tab. Mal kurz gucken. Na nun. Na, das war's. Traffic Measurement. So, los geht's. Sehr gut. Aha, jetzt müssen wir hinter ihm herfahren. Na, du verhältst dich aber schon wie eine wilde Schnecke, ne? Ach so, wir haben ihn noch gar nicht erreicht. Du musst weiter vor uns herfahren. Was? Okay, das war schon mal nichts. Nochmal neue Traffic Measurements. So, jetzt aber. Ja, jetzt hat er ihn. Perfekto. Die Messung geht los. Was machst du denn hier? Das ist eine Autobahn. Ach, jetzt beschleunigt er auf einmal, als wenn er irgendwie... hä? Meine Güte, das ist ja noch schlimmer als ich. Gottes Kinder. Eieieiei. Du weißt gar nicht... Man weiß gar nicht, wie einem hier geschieht in dem Spiel. Es ist ein Erlebnis. Meine Güte. Fahrkünste der Superlative hier am Start. Unsere Messung hat schon 70%. Es ist ja auch sehr unauffällig, wenn die Polizei so hinter einem herfährt. Da kann man ja gar nicht erahnen, dass die möglicherweise gerade gucken, was wir hier so im Verkehr machen. Das ist sehr unauffällig. So. Distance too small. Ja, dann machen wir natürlich auch mal eine Traffic Control. Das heißt, wir gehen jetzt hier wieder rein, denke ich. Geben ein Signal.
auf der Matrix und zwar stoppen. So, du stoppst jetzt und zwar sofort. Hast du gehört? Anhalten. Anhalten. Ja, wir sind noch dabei. Das Fahrzeug weiß anscheinend nicht, was es machen soll. Hallo? Halten Sie an? Oh, oha. Er hat es geschafft. So, damit du auch nicht auf blöde Ideen kommst. Nein, damit du nicht auf blöde Ideen kommst. Parken wir erstmal natürlich so. Und das machen wir ganz schnell aus. Oh nein, jetzt haben wir schon wieder so ein Geräusch die ganze Zeit. Nein. Oh, es ist ausgegangen. Wahnsinn. Wenn sie das für die Sirene auch hätten. Was ist mit euch, ihr dummen Birnen? Fahrt doch vorbei. Oh. So, was haben wir denn hier? Aha, aha, okay, ja, kriegen wir hin. Mhm. Hallo. Hallo. So, erstmal Drogen. So, Drogen genommen. Have you taken any drugs? Hello, have you taken any drugs? What do you take me for? Naja, das weiß ich nicht, aber wir machen erstmal einen ganz schnellen Drogentest. So, da ist der Stift und los geht's. Niam, 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 niam. So, das heißt jetzt, sie hat auf, also bei den Pupillen wird sie bestimmt rote Augen, ja, auf jeden Fall hat sie Drogen benutzt. Drug test necessary. Ja, finde ich auch. So, zum Glück haben wir das schon mal soweit richtig gemacht. So, also, und was ist mit Alkohol? Hast du auch Alkohol genommen? Nein, sowas macht man auch nicht. So, zum Glück ist sie am Pusten. Zack, da drücken wir mal ein bisschen F. Oh, was war das jetzt? Achso, wir mussten mehr F drücken. No. Oh, scheiße. Naja gut, den Test haben wir verkackt, egal. So, too short distance. Ja. Ja, das ist uns aufgefallen. Oh, was ist das? Ja, danke, dass wir deine Motorhaube oder dein Dach sehen dürfen. Das ist freundlich. So, und jetzt erstmal hier mit den Papieren. Ja. Schön, ne, dass es hier auch wieder so flüssig läuft. Ja, so. Okay, so, dann einmal schauen. Stefanie Meyer gehört das Fahrzeug. Der Führerschein, aha, das Fahrzeug gehört ihr anscheinend nicht. Gut, das ist ja jetzt erstmal nicht schlimm. Name, aha. Okay, Name unterschiedlich, naja gut. So, ist der TÜV abgelaufen? Schauen wir mal nach. Aha, da muss man wahrscheinlich hier oben klingen. TÜV ist abgelaufen. Ach, 2016? Na, hör mal, ich glaube, es geht los. Boah, meine Güte. So, wo sollen wir jetzt hier drücken? Okay, hier scheint schon mal irgendwas wieder kaputt zu sein. Das funktioniert schon mal nicht. Hier hinten scheint auch irgendwas kaputt. Da, License, irgendwas, License Plate. Passt das? Ist in Ordnung, das ist ein Challenger. Ja, das funktioniert auch. Auch irgendwie müsste man hier wahrscheinlich irgendwo drücken, weil mehr Ansichten habe ich jetzt nicht. Aber irgendwie geht's nicht mehr. Naja, schade. Car Model ist okay. Foto. Nee, das passt nicht. Vehicle Category. Naja, ich meine, wir wissen nicht. Ich sehe ja hier Klasse B, PKW. Was soll ich denn da jetzt noch groß? Meine Güte. Ja, genau. Da steht ja auch B. Ach so, ja, ich habe jetzt einfach geguckt. Ne? Das weiß man ja auch noch so. So, und ihr Foto, das ist, fürchte ich. Na, was soll ich schon sagen? Ich sehe ja, dass die das ist. Aber bringt mir ja nichts. Ja, toll. Schöne Scheiße hier. Das geht schon mal super los. Hallo. Ich fürchte, wir müssen das beenden, aber soweit war alles in Ordnung. Ja, dann würde ich sagen, klasse. Aber du wirst jetzt festgenommen. You'll have to come with me. Please step out of the vehicle. So, super. An arrest was made correctly, wirklich. Ach so, weil sie möglicherweise Drogen benutzt hat. Ja, dann ist doch super.
TÜV auch noch abgelaufen und der Name, ja gut, der Nameunterschied ist ja jetzt erstmal kein Vergehen, und der Abstand zu klein. Ja, super, klasse, haben wir super gemacht, 800 von 1200 Punkten. So, und da wird sie auch schon festgenommen und abgeführt. Du kommst mal mit, Schlingelchen. Drive back to the station. Ah, wir können jetzt auch hier wieder sprechen mit dem leeren Fahrzeug. Ah, oder nicht mehr. Gut, dann können wir ja hier direkt den nächsten festnehmen. Hallo? Ah, dürfen wir nicht. Schade. Gut, dann fahren wir mal wieder zurück. Aber mit offenem Kofferraum. Genau, so. Und dann fahren wir weiter. Super. Die Polizei immer unterwegs mit offenem Kofferraum. Zack. Ach so, da geht der Kofferraum auf einmal zu. Na schön. Lalalala, also nachts scheint die Framerate irgendwie einzubrechen, wie ich recht gescheit. Naja. Gut, wir geben erstmal ein bisschen Gas. Fahren, fahren, fahren auf der Autobahn. Ein Erlebnis. Ich kann es nicht oft genug sagen. Das Spiel muss jeder mal gezockt haben. Es ist sein Geld absolut wert. Ups, hab ich mal wieder nicht geguckt. Komm, jetzt gib doch mal Gas. Kann ja wohl nicht wahr sein. So, drin macht das Ganze noch mehr Spaß. Super. Mal wieder die 200 km/h geknackt. Ups. Ein Stau. Naja, egal. Oh. Oh. Ups. Oh. Oh. Was ist denn hier los? Na, diesem Bildschirm nach zu urteilen, haben wir aber ja ordentlich einen auf den Mütze bekommen. Was macht der denn da? Stopp, aussteigen. So. Erstmal raus. So, was ist denn hier los? Was machst du denn da? So. Da muss jetzt hier erstmal die Frau Polizistin einschreiten. So. Nein. Was machst du denn hier? Ich will nicht deinen komischen Kopf ohne Inhalt sehen. Hans, geh mal zur Seite, hör mal. Ah. Oh. Was machst du denn hier, Hans? Gottes Kinder. Ich möchte auch hier mit dem der Fotze sprechen. Wie darf ich nicht? Ja, ist ja auch gar kein Problem, dass sie hier so steht, wa? Mann, Hans, geh mir aus dem Weg. Endlich. Dann fahren wir halt weiter. Ist doch nicht mein Bier. Ist doch egal. Ich hab den Kaffee auf. Ich fahr wieder zurück. Egal, ob hier Geisterfahrer unterwegs sind oder nicht. Es spielt doch keine Rolle. Ach komm, den LKW kann man auch zur Seite drücken. Meine Güte. Oh, das Gedudel, das geht mir auf den Sack. Gottes Kinder. Oh, so ein bisschen Stille. Ich wusste gar nicht, dass das so gut tun kann. Oh. Ein Erlebnis. Ja, der hat auch auf jeden Fall das neueste Doppelkupplungsgetriebe bei der Schaltzeit. Wahnsinn. Und wenn ich einen Kickdown mache, dann geht der auch unter 100 km/h in den sechsten Gang. Was für ein tolles Fahrzeug. Super. Also, mir macht das Fahren noch richtig Spaß. Klasse. So. Können wir dann jetzt gleich auch mal umdrehen oder wann machen wir das? Hier mal runter, ne? Achso, das ist ein Parkplatz. Ups. Naja, gut dann. Oder können wir da jetzt einen Fast Travel machen? Vielleicht können wir dahin auch schnell reisen, weil das ist, wird ja hier immer gesagt. Schnellreise, bla bla bla. Das wäre ja ein Erlebnis, wenn wir da schnell reisen könnten. Wartet mal. Map. Und dann. Bei Nissan. Quick Travel. Weiß ich nicht. Kann man machen. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Ich weiß gar nicht, wo ich da gezogen bin. Ist
das Problem. Lalala, hier mit dem Windrad, ist ja klar, in Deutschland. Und Windmühlen, nicht Windrad, Windmühle, ist ja das Normale. Ah, guck mal, da haben wir zufälligerweise auch die Station getroffen. Perfekt. So, dann parken wir mal. Ah, hier ist die Framerate dann auch wieder ein bisschen entspannter. Na, ein Glück. So, zack, das hätten wir schon mal geschafft. Super. So. So, und rein mit dir. Zack, um. Schepper. Ja. Ja, kannst du mal sehen, ne? Das war's für dich erstmal. Zappenduster, Madame. Ihr Drogen benutzt und so weiter, ne? Du, ich sag dir, sowas läuft bei uns überhaupt nicht. Hast du gehört? Hast du gehört, ne? So. Hast du gehört? Ja, da schiebe ich dich auch erstmal durch deine Zelle. So. Aber, weil ich selber so Panne aussehe und wir den Beruf jetzt auch nicht so ganz ernst nehmen und ich den Herrn Becker auch noch eine reinmögen möchte, schiebe ich dich einfach wieder aus deiner Zelle. So. Perfekt. Raus mit dir. So. Das war ja jetzt auch genug Gewahrsam. Und dann würde ich sagen, machen wir die Zelle mal wieder zu. Ja, und dann wünsche ich noch ein frohes Leben, Madame. Tschüss. Klasse. So, mal wieder ein Einsatz erfolgreich gelöst. Ja, die Beleuchtung hier, die ist auch perfekt. Also, das sieht ja hier irgendwie aus wie der Laufsteg. Wo müssen wir hin? Was müssen wir machen? Nix. Ich weiß nicht, was sollen wir machen? Hallo? Hallo? Ist man auf unserer Baustelle hier irgendwie? Hallo? Wie sollen wir uns jetzt hier reinstellen oder was? Hallo? Gibt's auch einen Auftrag? Hallo? Oder haben die das jetzt wirklich erkannt, dass ich die hier ausgeladen habe? Das wäre natürlich ziemlich scheiße. Ah, guck mal, hier kann man auch einfach mal beide Türen aufmachen. Dann sieht das so aus. Dann kommen wir gar nicht mehr in den hinteren Bereich rein. Dann geh mal wieder rein in deine Scheißzelle, du dumme Schlampe. Zack. Und tschüss. Ich mag das auch, dass die Texturen hier an der Polizistin hier, ne? Ihr seht das hier hinten immer. Die Ärmel bewegen sich sehr realistisch mit. So. Ja, komm. Und ciao, Kakao. So, jetzt aber, ja, jetzt hat er aber, ne? So, jetzt soll aber keiner mehr meckern. Oder müssen wir uns hier selber noch eine Zelle einsperren oder sonst was? So. Zack. Komm. Da kann ja jetzt gar nicht mehr hier sein. Da müssen wir erstmal hochgehen. Komm, wir gehen jetzt erstmal hoch und checken den gesamten Bums hier mal aus. So, wie geht's den Kollegen? Was geht bei euch? Meine Güte. Oh, ich brauche auch gleich erstmal eine Pause von dem Spiel, weil man wird ja hier wird einem ja echt schlecht bei der FPS. Oh, so, erstmal hier. Ah, hier müssen wir. Dann hätte ich die ja gar nicht einsperren brauchen. Ah ne, nicht mit der Frau Degenskirchen, die hat sich ja immer noch nicht bewegt. Das wundert uns ja auch nicht. Aber bei mir Herrn Becker-Stecker. Da geht's rein. Was ist los, Kollege? Hello, boss. You wanted to speak to me? Yes, I want to give you a special task. Super. We've been having problems with the stone thrower here for a few weeks now. Sind wir genau die richtigen? Hallo? He seems to find it amusing to drop rocks from bridges onto the autobahn. Na. I don't need to tell you how dangerous that is. Ja, das stimmt wohl. Jemand, der Steine wirft auf die Autobahn. Search for clues at the last crime scene. I wanted to get my hands on this fellow. Ja, das machen wir. Gar kein Problem. You might find something interesting on the bridge. This case has top priority, so keep me informed if you come across anything interesting. Alles klar, Boss. Ei, ei. Läuft. Da sind wir doch dabei. Zack. Super. Los geht's. New task, reach your destination. Aber bitte, nicht bei Nacht. Da kriege ich einen Anfall. Erstmal bitte wieder Tag werden lassen. Morning, Day Shift. Oh,
Jesus im Himmel, es werde Licht. Und auf einmal fühlen wir uns auch alle wieder besser, weil das Spiel weniger Lichter berechnen muss. Weil ja überall sowieso Licht ist. Klasse. So, gab es hier irgendwo so einen Garagenausgang oder so? Irgendwo kann man nicht hier irgendwo direkt zur Garage raus? Ja, ich weiß es nicht. Gehen wir mal lieber wieder hier vorne durch, wo wir diesen netten Typen an Empfang hatten. Super. Aha, na, ihr sitzt immer noch hier. Ihr tut mir leid, hört mal. Ihr tut mir leid. Naja, schlimmes Leben, ne? Und der Spasti ist auch immer noch da. Naja, so wie das halt ist, das Leben hier, ne? Tagelang sitzt man und nichts passiert. Und auch hier im Donutladen ist immer noch die Hölle los. Klasse. So, dann geht's mal hier wieder los. Unser Wagen steht hier. Anscheinend sind wir auch das einzige Polizeifahrzeug, das es hier gibt. Und Hans steht natürlich auch immer noch da, tagelang unverändert. Mhm. Und dann können wir ja auch schon wieder starten. Zack, eingestiegen wird in einem wahnsinnig schnellen Tempo. Und keine Zeit verschwenden. Motor wird gestartet. Fahrt geht los. Und los geht's. Meine Güte hier. Und wir driften wieder raus aus der Straße. Super. Klasse. Lehnburg, Lehnburg. Da müssen wir bestimmt hin. Correct Radio Status. Super. Ich kann ja nicht alles machen hier. Ein bisschen was muss der Hans auch noch managen. Ne? Da muss dann hier unser Polizeifunk gehen. Aha, hier war die Stelle. Na. Da sagen wir mal besser nichts zu. So. Und dann fahren wir mal auf. Autobahn. Wir haben Spaß. K8. Sind wir 8? Komm. Naja, ich habe nichts gehört. Und wir fahren wieder los. Ah, nee, okay, wir sind nicht K8. 11 Kilometer Fahrt. Ach, leck mir doch die Donau. Eieieiei. Na, das ist ein Spaß hier. Da sind wir unterwegs mit unserem doofen BMW, der bei 220 irgendwie Schluss macht. Mit 6 Gängen und Automatikgetriebe. Imaginäres Fahrzeug. Ich wusste nicht, dass es das so gibt, aber gut. Es ist ja auch gar kein BMW. Nein, nein. Ja, das ist ja ein. Ja, was ist das eigentlich? Ein komisches Teil. So. Der Spaß ist riesig. Wir sind unterwegs. Die Polizei. Sie fährt und hat Spaß. Boah, ey, und immer diese Nachladezeiten. Es ist ein Spaß, es ist ein Segen. Was wünscht sich der Mensch denn bitte mehr? Der Finger, der schläft gleich ein auf der B-Taste. Wir wissen auch, dass wir vorwärts fahren. Ach, es sind schon wieder die Waschmaschinen unterwegs hier. Verlorene Ladung, Waschmaschine schon wieder. Klasse. So. 120er Zone, kein Problem. Wir haben gedacht, da würden 2 stehen, keine 1. Außerdem, wir sind die Polizei und wir dürfen bekanntlich alles. Perfekt. So, 8 Kilometer sind es noch. Na, das geht ja schnell. Kann man jetzt hier kein Fast Travel machen, aber ich habe eigentlich Angst davor, dieses Menü alleine schon zu öffnen, deswegen. Wie auch immer. Reach your destination. Hallo. Einmal Hallo sagen zu den Kollegen, die irgendwie mit 80 fahren, Tagträumer. Ach, schon wieder. Ja. Kann ja ziemlich oft passieren, dass Leute irgendwie auf den Seitenstreifen oder sonst woher laufen. Naja.
Ach, das macht so viel Spaß. Ja, einfach hoch durch die Gegend zu fahren, das ist so toll. Mit der Framerate habe ich hier richtig Bock drauf, die Autobahnen herzuheizen. Mit den abwechslungsreichen Szenerien, die sich schon mehrere Kilometer im Voraus aufbauen. Interessanterweise wird aber auf einmal die FPS besser, wo wir hier in diese Region kommen. Vielleicht ist hier ja weniger los oder so, ich weiß es nicht ganz genau. Ich freue mich jetzt aber erstmal. Naja gut, ich habe nichts gesagt, es wird wieder schlechter. Ich glaube, es liegt auch einfach am Verkehr, je nachdem, wie viele Verkehrsteilnehmer hier unterwegs sind. Vielleicht muss ich dementsprechend einfach mal die Anzahl der, Anzahl der Fahrzeuge runtersetzen. Moment. Hier. Tschüss. Neue. Und schon läuft das Spiel viel besser. Wollen wir mal offen. Ach, und schon wieder eine Person auf der Straße. Na, was war da jetzt? Da war noch gar nichts. Hallo, nicht so anstellen hier. Mann, Mann, Mann. Toll auch, wie die hier fahren. Das haben die mit dem Rechtswahlgebot alle auf jeden Fall verstanden. Ne? Ja, super. Gut auch, dass du zur Seite fährst, so wie sich das den Fein gehört für die Polizei. Ein bisschen scheinen sie ja... Oh! Ach, kein Problem für uns. Abfahren ist für uns kein Problem. Dann fahren wir auch mal wieder in der Innenperspektive hier und sagen eben Hans Hallo und lecken ihm die Schnute. Ja, super. War noch auf dem Tag, an dem der Hans sich hier irgendwie auch selber mal ein Zimmer hat, in den Lustkolben auspackt. Würde mich auch nicht mehr wundern. So, Frau am Steuer, ich darf das. Seltsam auch, was der Tacho da so komisch rumwackelt. Ich weiß es auch nicht. Weg da! Oh. Oh. Ach nö. Ach nö. Nö, das fahre ich doch jetzt nicht nochmal. Och nö. Och Mann. Und jetzt? Was machen wir denn jetzt? Das war's jetzt. Einsatz fehlgeschlagen oder was? Irgendwie müssen wir jetzt wieder ins Gebäude gehen. Machen wir das mal, ne, Hans? So. Ups. Hans, ich geh mal rein, ne? Ups. Ach, ich kann mich immer wieder so über unseren Charakter freuen. Es ist eine Herrlichkeit. Gehen wir mal hoch. Wahrscheinlich müssen wir das den Auftrag neu abholen, ne? Ups. Ach, da gibt's noch eine Treppe nach oben? Ist ja unheimlich. Gibt es noch irgendwelche Treppen, die man noch gar nicht gesehen hat? So, öffnen bitte. Zack, schwupp. Herr Becker. Herr Becker-Stecker. Es gibt was für mich? Hallo, Boss. You wanted to speak to me? Ui. Oh! Ah! Das ist ja widerlich. Was ist das denn? Bah! He seems to find it amusing to drop rocks from bridges onto the autobahns. Das ist ja widerlich. Das überspringen wir mal ganz schnell. Komm schon. Ja, das akzeptieren wir wieder. Aber jetzt fahre ich doch da nicht wieder hin. Komm, da könnt ihr mir mal kreuzweise den Hobel lenken. Wo soll ich hin? Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Das ist das Problem. Entweder in die Richtung oder in die andere Richtung. Ich sag jetzt einfach mal randommäßig, wir fahren in diese Richtung. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ach so, dafür müssen wir erst ins Gebäude, ins Auto rein. Na schön. Och, na schön, na schön, na schön. So, dann steigt die Frau Dingenskirchen halt ins Auto ein.
Ist ja eigentlich keine Ego-Perspektive, da muss ich mir nicht die ganze Zeit diese Ungestalt hier angucken, aber... Hm. Ah, ihr seid natürlich da, ist ja keine Frage. So, bei den Bürgern vorbei, einmal kurz die Augen anschauen und dann gehen wir auch schon hier zur Station. So, da steht der Wagen, da steht der Hans, da blinkt das Blaulicht, es ist ein Spaß. Rein in die Karre, da schwingen wir uns rein. Zack, Motor geht an, Motor geht wieder aus. Super, klasse, so wie sich das gehört. So, und dann einmal bitte dahin. Karpfenfrau? Ach nee, Karpfenrau. Karpfenfrau. Sind Sie die Karpfenfrau? So, ich kann es mir ja hier mal ein bisschen bequem machen. Viel zu tun gibt sowieso nicht. War das denn jetzt die richtige Richtung? Ja, 9,2 Kilometer. Das war ein Schritt in die richtige Richtung. Perfekt. Ah, jetzt sehe ich, glaube ich, auch die Route. Und da kommen wir nicht mehr weiter hin. Verfickte Scheiße. Es ist nicht zu glauben. Na dann. Dann müssen wir uns auf ein neues stürzen. In den Geschwindigkeitsrausch. Uiuiuiui. Oh, es geht schon wieder los. Lalalala. Stopp, Stuizei, oder wie das heißt, ne? Nee. Doch. Ja, Mann. Hör mal, habe ich irgendwie... Bilde ich mir das nur ein, oder beschleunige ich die Karre auf einmal viel schneller? Hör mal. Habt ihr uns hier auf einmal die M-Variante von BMW zur Verfügung gestellt? Ach ne, hat der Mann noch 6 Gänge. Krass, Übergrenzer. Wäre ja auch zu schön gewesen. 7,8 Kilometer. Na, hier geht's los. Es ist eine feuchte Erfahrungsfahrt. Wir müssen anscheinend auf diesen Chaos-Faktor achten. Während der 100% hat, dann werden wir zurück teleportiert. Und das wollen wir selbstverständlich nicht. Also, wohl oder übel, müssen wir jetzt einfach durchfahren, ohne großartigen Schaden anzurichten. Na Hans, darfst gerne auffahren, mir geht's nämlich auf den Sack. Ja. Den Hans, den freut das so, was wir machen. Der freut das so sehr, dass er schon seit unserem ersten Tag einfach die Fresse hält. Was war? Ja, ist nicht unser Ding, ne? Wir sind, weiß ich nicht, welches Fahrzeug. Unten steht so eine 1, aber ich weiß nicht, es könnte auch Status 1 sein. Also ich bin mir unsicher, ob wir jetzt Fahrzeug 1 sind. Ich weiß es nicht. Ach, schön auch, hier steht ja das mit dem Motorrad, aber das war noch nicht aufgefallen. Jetzt sind wir 20. Das will ich noch alles so kennenlernen, der Ansicht. Desaster from above. Naja, wir sind eher das Desaster auf vier Rädern. Ach, hey. So, was macht ihr da? Ihr wisst doch, Elefantenrennen, das sehen wir aber nicht so gern. Ne? Da war doch gar nichts. Gar nicht nachfragen. Geht das noch was mit deinem Überholvorgang oder? Na, da traue ich jetzt mal nicht drauf. Wie wäre es denn mal? Ja. Das mit dem Gas hat die feine Frau, ich weiß gar nicht mehr, wie wir heißen. Frau Schmidt oder so? Miss Schmidt? Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall hat sie das noch nicht so wirklich raus. Müssen wir denn jetzt auch irgendwann mal abfahren oder? Ach scheiße. Wir abfahren müssen, ne? Oh, leck mich. Oh. Man sieht das überhaupt. Dieser blaue Strich auf dem Navi, der ist so dünn. Also, da muss ich mich ja richtig anstrengen, hinzugucken. Aber trotzdem ist es zu schwierig. Gottes Willen. Ah, Hilfe. Ah, hallo. Ganz ruhig. Ne? Ja. Ja. Ne?
Weg da, Polizei. Weg. Abschieben. Haut ab. Haut ab. Haut ab, meine Fresse. Gib Gas. Hinter dir Polizei, vor dir Polizei. Und du wärst wie die letzte. Wie die letzte, weiß ich nicht, was hier irgendwie. Mensch. Hallo, ja. Ich komme gerade vom Einkauf, hab gerade Brokkoli besorgt. Auf der Autobahn fahre ich nie schneller als 80 Stundenkilometer. Wenn das Spiel die ganze Zeit so in Anführungszeichen flüssig laufen würde wie hier, aber nein, gönnt man uns natürlich nicht. Aha, jetzt haben wir hier wieder eine Schnellreisestation, das ist sicherlich besser so. Wir haben es dann ja auch irgendwann mal geschafft. Ich bin hier mal bitte die Fresse halten. Oh, mein Gott. Ich könnte auch der Polizei Einschlafsimulator werden, wenn das hier so weitergeht. Wir müssen hier abfahren. Vor allem in dieser viel befahrenen Region. Ja, Hans? Hans, hättest du ja auch mal was sagen können, ne? Ja. Aber nein, sitzt da nur blöde in der Gegend rum. Zack, wird mal um die Ecke gedriftet. Und los geht's. Aha. Hier ist der Einsatzort. Super. Endlich geschafft. Da driften wir erstmal an Ort und Stelle. Washing Machines. Ja, das hatten wir ja noch nie. Reach your destination. Und jetzt, wie geht's weiter? Find clues. Na. Na. Wo sind denn hier die Hinweise? Oh. Ach so. Hier ist der Bereich, wo wir gucken müssen. Unusable rubbish found. Na gut. Ups, das war ein toller Sprung. Also hier ist wirklich nur das Gebiet, wo wir schauen müssen. Na dann. Aber... Da, hier! Da ist es. So. What's this? Someone spent some time smoking here. So. Wait a minute. This is a very rare brand. I used to smoke these too. Ja, natürlich, Hans. They're only available in one place around here. So. And which would that be? So. Yeah, there's a petrol station not far from here. Genau. The pack is probably from there. Ich gebe dem Hans jetzt einfach mal recht. But we should follow it all the same.
Sehr schön. So. Question the Pump Attendant. Das wird wahrscheinlich dann der Zigarettenverkäufer sein. Los geht's. Hans, bist du im Auto? Super. Spawnt dann auf einmal da hinten. Ne? Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Wenn es auf einmal auftaucht. Entschuldigung, ich bin neu, ich darf das. So, hier rein oder was? Super, wir fahren wieder auf. Oh. Upsa. Ja, dieser Ego-Perspektive fahren, das ist ein Spaß. Also wenn das Spiel nicht laggt, dann ist seltsamerweise die Beschleunigung auf einmal auch viel besser. Das ist interessant. Sagen wir mal so. Bilder stocken nicht nur, sondern wir sind auch einfach wirklich langsamer im Stocken. So, klasse. Und wir geben wieder Gas, denn der Spaß geht wieder los. Kilometer. Oh yeah, toll. Aber der Hans, der hat uns auf die richtige Fährte gelockt, denn er ist ja Kettenraucher, so wie es scheint. Das ist ja auch wie ein Spacko, ne? Aber die Brühe. Unsere Kollegen sind ja da, die kümmern sich bestimmt darum. Haben wir jetzt schon gesehen, wie gut die machen. Rechtsfahrgebot. Meine Güte, da machen wir mal kurz das Blaulicht ab. Ich glaube, wir müssen hier runter, ne? Genau. Ah! Pumpstation. Ah, Tankstellenbesitzer. Zigaretten werden also hier in der Tankstelle verkauft. So. Können wir das nochmal bitte ein bisschen besser machen? Sehr gut. So, er freut sich schon und fragt sich hier, wer fährt denn so cool? Na, das sind wir natürlich wir, schätze können. Wir sind das. Und wir wollen deine Zigaretten haben. Und los, speak. Hello, you work here at the petrol station, right? May I ask you something? Hello, I'm actually the leaseholder. My two sons and I have been operating the petrol station for more than 10 years. Feel free to go ahead and ask me. Guter Typ. Gut. Is it correct that you sell this rare brand of cigarettes? Yes, that's correct. There used to be more demand for it, but these days we only sell it rarely. Okay. How often have you sold this brand in the last week? Exactly once. Some guy bought a whole carton of them. No. Your petrol station has CCTV cameras. Of course. That's why we have this system. Sehr schön. Dann mal her mit den Bilderchen. Her mit den Bildern. Du Spast. Wo geht er denn jetzt hin? Achso. Ja. Da kommt er wieder. Schon ausgedruckt. Bringt er uns die Fotos vom Käufer. Wir stehen ein bisschen weiter hinten, Schatz. Aber gut. Das sind ja super Fotos. Das soll er sein. Okay, here's the picture. Hot off the photo printer. Thanks. It's a shame you can only see half. Ja, gut, meine Güte. Kann der Typ dann auch nichts für. Wir fahren mal weiter. 10 Kilometer? Ganz bestimmt nicht. Da machen wir wieder eine Schnellreise nach Nissen oder wie der Quatsch heißt. Nee, hier. Map. Ab nach Nissen. Ah, ich drück immer auf Nein. So. Und wenn wir das geschafft haben, dann ist die Folge endlich auch beendet. Und es tut mir ja leid, das so zu sagen, aber ich freue mich schon richtig darauf. Denn nach diesem Rumgespacke und Low-FPS-Gehabe ist das mal genau das, was ich brauche. Eine Pause. Zack. Bumm. Perfekt. So. Dann geht's auch schon wieder weiter. Und rein in die Hütte.
Ups. Pack, pack, pack. Pack, pack, pack. Hoch geht's. Ups. Rein geht's. Und Herr Becker, wo sind sie? Da ist er. Sehr schön. So. Hallo, Herr Becker. Wie geht's dir? What did you find out? We followed a lead and at least got a photo of the suspect as a result. Good work. This is a start. As soon as we have more information, we'll take up the case again. Aha. Getting to the bottom of this matter is dear to my heart, so keep your eyes open. We need to stop this criminal's activities. Fährt wohl der Mann nach Hause oder was? Und hat Angst, dass ihm ein Stein auf den Kopf fällt. Ja, meine Lieben. So, wir haben soweit gemeistert, was wir meistern wollten. Und irgendwo hier hinten geht es jetzt anscheinend für uns weiter. Ich weiß nicht genau, was es ist. Aber irgendwo hier soll eine neue Aktion durchgeführt werden, weil das Zeichen da ist. Keine Ahnung. Hier? Was ist das denn? Was ist das denn hier für ein Kabuff? Schau an, hier gibt es ja sogar noch eine richtige Garage. Hier können wir auch mal reinfahren. Ne? Bei unseren Fahrkünsten ist das ja wohl selbstverständlich, dass wir auch mal in der Garage parken. Was ist das hier noch? Jetzt. Sollen wir jetzt aufs Klo gehen oder was? Oh. Aha. Für die Toilette sind wir ein wenig zu fett, wie es scheint. Hm. Nun ja. So. Gut, ich weiß nicht, was ich hier genau soll. Vielleicht muss ich auch nach unten gehen oder sonst was. Mal gucken. Aber nichtsdestotrotz ist diese Folge jetzt hier eh erst einmal vorbei. Hier, mit ihm sprechen. Ja, ich glaube, wir müssen mit ihm sprechen. Also, wir schauen uns das Ganze nächste Folge wieder an. Ich hoffe soweit, dass ihr euren Spaß hattet. Ich hatte meinen Spaß ganz bestimmt, bin aber auch bestürzt darüber, dass ein Spiel so scheiße sein kann, keine Frage. Muss man jetzt auch einfach mal ganz ehrlich so sagen. Ich bin mir auch hier einfach nicht sicher, ob der jetzt... Oh. Ja. Das ist schon längst... Ja. So, das ist eigentlich schon längst das Neue. Das wollen wir uns noch gar nicht anschauen. Genau. So, also. Die neue Mission hier, aus Versehen schon angenommen. Aber das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich wünsche euch einen ganz geschmeidigen Tag und ja, erholt euch erstmal von diesem Schrott. Spielt am besten den Abriss-Simulator 2009 oder von mir aus auch den, ach, ich weiß es nicht, den Gartensimulator oder von mir aus auch den Autobahn-Polizeisimulator der ersten Generation. Aber gönnt euch nicht dieses Spiel. Es ist einfach nur schrecklich. Ach. Es reicht ja, wenn es die wenigen Leute wie ich oder andere große YouTuber spielen. Das sollte Schrecken genug sein. Wir sehen uns dann bei der nächsten Aufnahmesession. Macht es gut, Leute. Bis dann. Ciao.